Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Lunch-Update begrüßen. Konsequenzen einer neuen Zinswelt, das soll der Themenkomplex sein, dem wir uns heute nähern. Und wir werden beginnen mit einem kurzen Rückblick zu Beginn diesen Jahres, werden dann übergehen zu den aktuellen portfoliotheoretischen Überlegungen und letztendlich nochmal die Brücke schlagen zur privaten Finanzplanung. Sie werden im Nachgang die Aufzeichnung erhalten des Vortrages. Die Fragerunde werden wir wie gewohnt nicht aufzeichnen. Und sofern im Nachgang noch Fragen bestehen, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir starten mit dem avisierten Blick zum Beginn diesen Jahres. Und wir haben damals die Frage gestellt, lassen die Notenbanken die Luft aus den Kapitalmärkten, beziehungsweise noch viel breiter formuliert, lassen die Notenbanken die Luft aus den Vermögenspreisen. Wir wissen, wir hatten in den letzten Jahren ein Nullzinsumfeld, ein Negativzinsumfeld, Verwahrentgelte und Ähnliches. Speziell die Interventionen als Reaktion auf die Corona-Krise haben die Geldpolitik nochmal deutlich lockerer werden lassen, haben zu sehr stark steigenden Notenbankbilanzen geführt und insgesamt haben sich ja viele Teilnehmer der Kapitalmärkte und Volkswirte im Winter 2020 gefragt, Moment mal, die Wirtschaft erholt sich langsam, die Immobilienmärkte steigen mit zweistelligen Jahresraten, warum kauft eine amerikanische Notenbank immer noch hypothekenbesicherte Wertpapiere wie zu Zeiten der Finanzkrise, warum ist die Europäische Zentralbank immer noch so extrem expansiv, wenn man doch sieht, dass die Wirtschaft sich nach und nach aus der stabilen Seitenlage erholt. Also das war die Frage damals und ich glaube, das lässt sich mittlerweile sehr stark beantworten. Wir haben zum einen gesehen, dass die sehr zinssensiblen und spekulativ getriebenen Segmente des Kapitalmarktes zuerst implodiert sind. Denken Sie an die ganzen Hype- und Growth-Themen, die gespielt wurden. Auch das Thema Themenfonds wurde ja stark getroffen. Denken Sie an das Thema Kryptowährungen und das hat sich dann im Laufe des Frühjahrs übersetzt, insbesondere im zweiten Halbjahr auch auf die breiteren Kapitalmärkte, sodass wir insgesamt sehen, dass wir den ersten Bärenmarkt bei Anleihen haben in der jüngeren Vergangenheit, also eine ganz neue Erfahrung. Teilweise am Anleihemarkt wurden die Renditen der letzten 4 bis 5 Jahre ausradiert, aber auch am Aktienmarkt haben wir entsprechend starke Bewegungen und insbesondere auf globaler Ebene ist das weniger auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen, sondern auf das Thema steigende Zinsen. Das Fazit damals im Januar, ich habe Ihnen das hier aus dem Video ausgeschnitten, wir werden das auch im Nachgang nochmal verlinken, sodass Sie das nicht auf unserem YouTube-Kanal suchen müssen, aber das Fazit war damals, die negativen Realzinsen, die bleiben der strategische Rahmen und das sehen wir ja auch aktuell. Wir sehen zwar, dass die Renditen gestiegen sind, also die Leitzinsen im Euroraum von 0 auf 0,75%. Der Anstieg bei den US-Renditen. Aber die Inflationsraten sind deutlich stärker gestiegen, als die Zinsen gestiegen sind. Das heißt, vieles von dem, was wir in den letzten Jahren unter finanzieller Repression immer mal wieder thematisiert haben, kommt nun deutlich zum Tragen. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass der Staat, der seine Steuern und Sozialversicherungsabgaben auf die nominelle Wirtschaftsleistung extrahiert, momentan natürlich auch mit steigenden Steuereinnahmen rechnen kann, die er wiederum im Wege der Umverteilung über verschiedene Programme an die Bevölkerungsschichten unterschiedlich verteilen kann. Für die Anleger aber negative Realzinsen, Inflation höher als Zinsen und höher als Renditen, das bleibt der strategische Rahmen. Der Erhalt der Kaufkraft ist nur mit Prämien für übernommene Risiken möglich. Sie wissen, wenn ich mich als Aktionär beteilige, dann bekomme ich eine Dividende oder profitiere von der Thesaurierung der Gewinne, nachdem Lieferanten, Arbeitnehmer und auch Fremdkapitalgeber bezahlt sind. Und wenn ich Anleiheinvestor bin, dann bin ich eben bevorrechtigt. Ich bin eben früher und besser gestellt als der Aktionär. Im Gegenzug ist meine Rendite nach oben auch gedeckelt. Aber im Kern geht es in beiden Fällen darum, ich gehe Risiken ein, diese Risiken bekomme ich vergütet, weil der globale Unternehmenssektor, solange er Waren und Dienstleistungen produziert und zur Verfügung stellt, die jemand anders abnimmt, wird er eine Marge verdienen und aus dieser Marge kann er eben seine Schulden bedienen und kann natürlich auch Dividenden zahlen und Ähnliches. Auch hier positiv festzuhalten, dass
die Wirtschaftsleistung nominell wächst, ist natürlich positiv zu werten. Also wenn Sie für Deutschland lesen, die reale Wirtschaftsleistung hat sich auch ein Jahr um 1% verändert, dann bedeutet das ja bei einer Inflationsrate von 6% nichts anderes, als dass die Wirtschaft nominell um 7% gewachsen ist. Also die wichtige Differenzierung nominelle versus reale Rezession sehr, sehr wichtig, weil wenn nominell vieles wächst, dann ist das natürlich für die Schuldentragfähigkeit der Staaten, wie eben ausgeführt, aber auch für die Schuldentragfähigkeit von Unternehmen ein sehr wichtiger Punkt. Grundsätzlich der Blick nach vorne, Schwankungsbreite und Erholungszeiten nehmen zu und erfordern mehr Disziplin. Das haben wir auch damals schon darauf zurückgeführt, dass wir seit der globalen Finanzkrise immer wieder gesehen haben, dass Zinsen fallen, dass Renditen zurückkommen, dass Notenbanken positiv überraschen, ihre Bilanzen stärker ausweiten über Interventionen am Markt, als das die Marktteilnehmer allgemein erwarten. Wir haben damals die Erwartung gehegt, dass das in der Zukunft nicht mehr so stark der Fall sein wird und dass dementsprechend auch die Schwankungsbreite zunehmen wird. Der Notenbank-Put, der fällt so ein bisschen weg oder setzt tiefer an und die Erholungszeiten, die werden natürlich länger. Das heißt für die Aktienmärkte auch, es ist eben kein Sprint und man darf nicht erwarten, dass sie analog Corona 6 Monate nach dem Tief bereits ein neues Allzeithoch haben, sondern dass, so wie es vielleicht auch früher einmal war, dass es durchaus mal 1,5, 2 Jahre dauert, bis die neuen Höchststände gesehen werden und dass auch mehr Disziplin auf Ebene des Anlegers nötig ist. Bisher ist noch wenig passiert. Das war ja der Stand 26. Januar. Das hat sich jetzt natürlich mittlerweile deutlich geändert. Dennoch muss man sich die Frage stellen, wo sind denn momentan die Exzesse, die in der Dekade von Null- und Negativzinsen und ausufernder Aktivität der Notenbank, wo sind denn momentan immer noch Missverhältnisse, bei denen der Preis nicht zu dem fundamentalen Wert passt? Wo sind die noch gegeben? Welche Klumpenrisiken haben sich in der Vermögensstruktur ergeben? Auch das gilt es aktuell natürlich noch zu analysieren und das sehen wir auch gleich im Portfolio-Teil. Die Klumpenrisiken der Indexberechnungslogik, die ja typischerweise auf Marktkapitalisierungsmechanismen beruht, also das höher gewichtet, was am stärksten gelaufen ist, die gilt es zu kompensieren und insbesondere hat das Auswirkungen auf die Stilfrage der Charakteristika im Aktienbereich und insgesamt Strategiemix überdenken, wo früher vielleicht bei Hold und Rebalancing das Maß der Dinge war, muss man aktuell vielleicht eher einen Multi-Strategie-Ansatz fahren, also bei Hold und Rebalancing, aber vielleicht auch noch, wenn die Notenbanken weniger diese Put-Funktion stellen für den Aktienmarkt, dann muss man die Puts vielleicht eben selbst erwerben, man nennt das auch Protective Put-Strategie, am besten macht man das auf globaler Ebene und diversifiziert und vielleicht werden auch Trendfolger, also Strategien, die auf steigende und fallende Märkte setzen können, die seit der Finanzkrise wenig Glanz hatten. Vielleicht wären auch diese Strategiekomponenten wieder wichtiger. Also das war das Fazit vom 26.01. und ich denke, das ist aktueller denn je, weil Sie sehen es hier dargestellt, die Realzinsen, also 12-Monatszinsen der Staatsanleihe abzüglich offizieller Inflationsrate. Sie sehen, wo wir uns hier befinden. In den USA, die Realzinsen werden zwar positiver, insbesondere wenn Sie die Inflationserwartung nehmen einer 10-jährigen Anleihe in Relation zur Rendite einer klassischen 10-jährigen Staatsanleihe. Aber wir dürfen uns an dieser Stelle natürlich auch nichts vormachen. Die aktuelle Perspektive mit sicheren Zinsen, wie wir sie von Staaten erhalten, den Kaufkrafterhalt sicherstellen, das wird natürlich nicht funktionieren. Von daher bleibt es dabei, die Thematik Prämien zu generieren für übernommene Risiken, aber diese Risiken intelligent zu diversifizieren und mit den Schwankungen zu leben, wie sie sich eben darstellen. Da sollte man von seinem persönlichen Portfolio nicht mehr erwarten als von anderen Situationen im Leben. Auch ihre persönliche Beziehung mit ihrem Ehepartner, ihrer Ehepartnerin, mit sonstigen Lebensgefährten, die wird natürlich auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern da gibt es bessere und schlechtere Phasen. Also das Thema Realzinsen muss man sehr stark im Blick halten, weil es insbesondere auch die Wachstumstitel und Wachstumssegmente der Kapitalmärkte und auch im Private Equity Bereich die letzten 10 Jahre sehr stark begünstigt hat. Und man hat es an Tagen wie gestern gesehen und deswegen auch der Sprung zurück in die Gegenwart. Wir haben die Inflationsdaten aus den USA bekommen. In Türkisblau sehen Sie die Headline-Inflation, also inklusive Nahrungsmittel, Energie und Tabak. Und da sehen Sie, die ist zwar von oben nach unten abgeknickt, aber nicht so stark zurückgekommen, wie man das
am Markt erwartet hat. Also absolut runter, aber relativ weniger stark runter, als der Markt das erwartet hätte. Und vor allem die Kerninflationsrate, also bereinigt um die schwankungsreichen Bereiche, die ist sogar entsprechend nochmal angestiegen, 6,32%. Und die Quintessenz, die ist relativ klar, wenn die Notenbank in den USA wirklich das Wachstum, die Nachfrage und auch den sehr starken Arbeitsmarkt so stark einbremsen möchte, dann geht die Idee dahin, dass man sagt, man braucht Leitzinsen, die sich vielleicht einem Niveau annähern, wie wir es aktuell bei der Kerninflationsrate sehen. Also, Sie sehen schon, das klingt abstrus, wenn wir vor 9 Monaten darüber gesprochen hätten, dass wir vielleicht Leitzinsen in den USA von 4% sehen, die vielleicht sogar auf 5 oder 5,5% steigen könnten. Dann hätte man das in das Reich der Fabelwesen übertragen. Aber Sie sehen schon, wie schnell die Dynamik hier ist und warum es auch so wichtig ist, nominell und real zu unterscheiden. Weil die nominellen Zinssteigerungen, die führen natürlich auch dazu, dass Unternehmenspreise, Immobilienpreise, die werden mit höheren Zinsen diskontiert und höhere Diskontierungszinsen führen zu geringeren Vermögenspreisen. Wie gesagt, bei den spekulativen Segmenten, da haben wir gesehen, dass die Blase geplatzt ist. Am breiten Kapitalmarkt sehen wir diese Neukalibrierung der Vermögenspreise und auch bei den illiquiden Vermögenswerten, wie beispielsweise Immobilien, steht das natürlich noch bevor, weil eins ist klar, in den USA 30-jährige Hypotheken liegen bei oberhalb von 6%. Die Immobilienpreise sind im Median in der Corona-Phase oder seit Corona um 40% gestiegen. Da passt natürlich vieles nicht mehr zusammen und das wird sich am Ende des Tages über die nächsten Monate mit einem gewissen Zeitverzug auch neu kalibrieren. Um die Dynamik noch einmal auch klar zu machen, was wir hier gesehen haben, schauen Sie bitte insbesondere auf die blaue Linie, das ist die 2-jährige US-Staatsanleihe und da sehen Sie schon 2-jährige US-Staatsanleihen, da kommen wir von Werten, da waren wir noch gar nicht lange, waren wir bei 0, Apples und da sind wir jetzt bei Werten von 3,78%. Also 3,78% Rendite pro Jahr für eine sichere Staatsanleihe in einer Währung, die sich aktuell als extrem stark positioniert. Und Sie sehen die 10-jährigen Renditen, 3,42% und hier unten die Differenz, was dann meistens oberflächlich auch direkt als Rezessionsindikator gesehen wird, weil immer wenn die langfristigen Zinsen niedriger als die kurzfristigen Zinsen sind, dann war es in der Historie so, dass sie im Zeitraum zwischen 6 und 24 Monaten danach eine Rezession gesehen haben. Aber wir wissen, die Geldpolitik hat sich gedreht. Wir wissen, wir haben keine Anleiheaufkaufprogramme mehr. Die Notenbankbilanzen wachsen nicht mehr, sie schrumpfen. Von daher die Zukunft mit Sicherheit anders als die Vergangenheit, wo wir diesen Sachverhalt nicht hatten. Aber eins ist auch klar, die Notenbank in den USA war lange Zeit hinter der Kurve, muss nun aggressiv reagieren. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Dementsprechend plausibel, dass die langfristigen Staatsanleihen unterhalb der Rendite der kurzfristigen notieren. Aber nochmal, wie gesagt, die Definition der Rezession ist natürlich sehr wichtig. Haben wir eine nominelle Rezession, eine reale Rezession? Und wie stark wird diese Rezession sein? Wie stark wird der Arbeitsmarkt betroffen werden? Da ist momentan unheimlich viel Unsicherheit und Sie können das nicht genau quantifizieren. Also auch das muss man sehr stark immer dann definieren. Was meinen wir damit, wenn wir von Rezession sprechen? Das ist eine technische, was macht der Arbeitsmarkt? Also ganz wichtiger Punkt, aber wie gesagt, diese Zinsbewegung war wirklich exorbitant und Sie sehen auch die Bewegung deutlich nach oben gerichtet. Diese Bewegung nach unten, die wir hier hatten, das war so ein bisschen diese Sommerrallye und da wissen Sie auch bei uns, wir haben diese Sommerrallye nicht gekauft, weil wir den Gegenwind, den wir durch die steigenden Renditen und die veränderte Geldpolitik haben, als zu schwer erachten, um sich da schon dagegen zu positionieren und Sie sehen schon, wie schnell der Markt das auch wieder hier korrigiert hat. Von daher, wir bleiben dabei, man sollte sehr stark auf den Volatilitätsindikator für die US-Renditen schauen. Viele schauen immer nur auf den Aktienmarkt, den VIX oder den V-Stocks oder auch natürlich das Äquivalent für Deutschland. Aber wir glauben, es ist ganz wichtig, die Volatilität der Renditen der US-Staatsanleihen im Blick zu behalten. Wenn hier die Volatilität deutlich nach unten kommt, dann wird das positiv sein und dann werden das auch die Momente sein, wo man beispielsweise darüber nachdenken kann, weiteres Anleihe-Exposure aufzubauen, natürlich nicht nur in nomineller Form, sondern dann stellt sich auch die Frage, mit welcher Restlaufzeit, also welcher
Duration und mit welchem Kreditrisiko. Das wird dementsprechend auch sehr spannend sein, also im Anleihemarkt, das sehen wir gleich noch, da gibt es neue Opportunitäten. Blicken wir auf die Eurozone und dann sehen wir auch entsprechend hier die Verbraucherpreise, das merkt jeder von uns. In Orange sehen Sie die Definition in der Vereinheitlichung für europäische Vergleichszwecke. In Dunkelblau die Daten, wie sie das Statistische Bundesamt ermittelt. Allgemein ist man sich wohl einig, dass wir eher wohl Werte von 10% erreichen werden. Und wenn wir dann nochmal auf die Produzentenpreise schauen, dann sehen Sie auch 37% gegenüber dem Vorjahr. Aber hier in Blau dargestellt mal die Produzentenpreise ohne Energie. Da haben wir vielleicht den Scheitelpunkt bereits überschritten. Und man sieht beispielsweise auch die Frachtraten für den internationalen Verkehr, die kommen zurück. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Produzentenpreise in China fallen. Also wird China vielleicht perspektivisch auch eher wieder Disinflation exportieren. Das alles noch mit Frachtraten, die niedriger sind. Also von daher, es gibt momentan viele Argumente, die man als Hoffnungsschimmer dafür nehmen könnte, dass die Inflation nicht weiter steigt, aber dass sie eher längere Zeit auf einem hohen Plateau bleibt. Und wenn die Inflation längere Zeit auf einem hohen Plateau bleibt, dann ist natürlich der Druck für die Geldpolitik entsprechend hoch und der jüngste Zinsschritt und die Kommunikation der Europäischen Zentralbank. Vorbereitet wurde das Ganze ja durch die Äußerungen in Jackson Hole von Frau Schnabel. Die sind natürlich auch in der Eurozone ganz klar aufwärts gerichtet. Also das globale Phänomen steigender Zinsen, das wird uns wohl erstmal noch erhalten bleiben. Die Rückkehr der Renditen nochmal klar dargestellt. Nehmen wir mal die beliebte und eher oft als Referenz genutzte 10-jährige Bundesanleihe. Da gibt es Renditen von 1,73%. Und wenn Sie das mal betrachten bei den 10-jährigen Papieren, da waren wir ja auch schon unterhalb der Nulllinie. Und das ist gar nicht so lange her. Und da sehen Sie wirklich diese extreme Bewegung nach oben. Wir sehen, dass sich Baufinanzierungskonditionen natürlich auch deutlich erhöht haben. Und auch hier, die Investoren halten sich schon deutlich stärker zurück, weil eins ist auch klar, wenn Sie vorher eine Immobilie zum 40-fachen der Jahresmiete gekauft haben, vor Instandhaltungskosten, Steuern und Co., dann sind es 2,5 Bruttorendite. Und wenn Sie jetzt für eine Bundesanleihe wieder 1,7% bekommen mit aufwärts gerichteter Tendenz, dann kommt da doch die ein oder andere betriebswirtschaftliche Kalkulation natürlich ihre entsprechenden Risse. Ich nehme die Portfolio-Perspektive, weil eins ist klar, das Thema Inflation bleibt uns erstmal erhalten. Die Notenbanken werden entsprechend faltenhaft bleiben. Klar, die Notenbanken können das Energiethema nicht lösen, aber wir wissen, dass die Staaten entsprechend hier auch Umverteilungsmaßnahmen vornehmen werden, um die größten Schäden der gestiegenen Energiepreise zu kompensieren. Das ist natürlich auch wieder eine Belastung für den Haushalt, kann man aber aufgrund der nominellen Expansion der Wirtschaftsleistung noch finanzieren. Wenn man es nicht mehr finanzieren kann, dann wird man das wahrscheinlich über neue Schulden, Nachtragshaushalte oder was auch immer finanzieren. Und von daher, der Staat hat natürlich ein Interesse daran, das Ganze stabil zu halten. Das haben ja auch die meisten von uns. Heißt aber im Umkehrschluss auch wieder, dass damit die Inflation natürlich nicht so stark zurückkommt, wie sie zurückkommen würde, wenn die Nachfrage wirklich deutlich stärker fallen würde. Also Inflation bleibt uns erhalten und wenn wir die Portfolio-Perspektive einnehmen, dann sehen Sie hier mal für europäische Staatsanleihen das Ganze mal dargestellt. Wir sehen hier die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, ein beliebter Trendindikator, hier der 200-Tage gleitende Durchschnitt, also nicht auf die Kurse, sondern auf die Renditen. Sie sehen hier, der Durchschnitt ist natürlich angestiegen, aber liegt irgendwo bei 0,6% für die letzten 200 Tage. Aktuell sind wir bei den gezeigten 1,7, also wirklich schon eine extrem starke Bewegung und man kann wohl sagen, dass der Trend wohl aktuell weiter nach oben gerichtet ist. Noch stärker natürlich das Ganze bei den zweijährigen Laufzeiten, weil Sie hier die Antizipation von weiteren Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank entsprechend abgebildet finden. Also man könnte hier sagen, es könnte noch vielleicht zu früh erscheinen, sich hier dem Trend steigender Zinsen entgegenzustellen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gegenläufige Effekte. Denken Sie an das Thema Immobilienpreise. Da haben Sie doch typischerweise 6, 9, 12 Monate Verzögerung, bis sich das in den Preisen entsprechend darstellt. Schauen wir uns die Rentensegmente an. Sie wissen, Renten ein Thema,
dass wir lange Zeit nicht für so attraktiv gehalten haben, weil die Notenbankaktivitäten vieles verzerrt haben. Und nun sehen Sie wirklich diese Bewegung. Die Hochzinsanleihen haben bei 2,5% notiert, rentieren jetzt dann heute bei ungefähr 7,5%, aber auch Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating von 0,34% auf 3,25%. Also eine Verzehnfachung der Rendite. Soll nicht heißen, dass hier das Ende der Fahnenstange erreicht ist, soll aber natürlich auch mal zeigen, dass wir hier wirklich in einer komplett neuen Zinswelt leben, dass sich die Opportunitätskosten für die Haltung von Cash, also zu warten darauf, dass irgendwas passiert, die Opportunitätskosten erhöhen sich. Die Opportunitätskosten für Sachwertanlagen wie Aktien und Immobilien, die verändern sich auch, weil ich im Zinsbereich wieder Alternativen habe. Und wir prüfen aktuell im Zinsbereich auch verschiedenste Varianten, Nachranganleihen, Hybridanleihen, wo Sie bei Investment Grade Papieren, wo Sie Anleihen haben, die auch eher Eigenkapital ähnlichen Charakter haben, also in den Aktienbereich gehen, aber bevorrechtigt bedient werden, da haben Sie auch schon wieder Renditen momentan von 8% pro Jahr. Wir glauben auch, das ist zu früh, um sich hier zu engagieren. Wir prüfen das, aber ich glaube, dass wir im vierten Quartal die Spitze der Inflationsangst und auch der Notenbankinterventionen, die der Markt einpreist, sehen werden. Und dass es dahingehend eben sinnvoll ist, sich in den nächsten Monaten schrittweise dort zu positionieren, um dann ein Rentenportfolio aufzubauen, was dann über die nächsten 3 bis 5 Jahre zumindest nominell ein sehr attraktives Renditeniveau generieren kann und eigentlich Lichtjahre von dem entfernt ist, was man sich noch Anfang des Jahres hätte träumen lassen können oder dürfen. Hier vielleicht nochmal die Staatsanleihen, Sie sehen es. Anfang des Jahres oder sorry, vor einem Jahr noch bei minus 0,7%, jetzt 1,52%, also eine Differenz von 2,2%. Und das ist natürlich wirklich ein extremer Move. Kommen wir zu den Charakteristika im Aktienportfolio. Wir hatten es angesprochen, Klumpenrisiken, die sich durch die Indexberechnungslogik ergeben. Quality war natürlich lange Zeit ein sehr beliebtes Thema. Wir sehen, der Sektor hat natürlich auch gelitten. Value hat sich entsprechend besser gehalten, noch besser hat sich Minimum Varianz gehalten, also der defensive Bereich. Und wenn Sie jetzt hier jeweils noch die Dollarentwicklung noch dazu addieren, dann muss man sagen, dann erklärt das auch, warum viele globale Portfolios auf Sicht von 12 Monaten noch ganz solide aussehen, weil die Aktien korrigiert um die Euro-Dollar-Entwicklung gar nicht so stark verloren haben. Als Dollarinvestor ist der Schmerz deutlich größer, kombiniert mit der Anleihenseite in Dollar gemessen wahrscheinlich die größte Wertvernichtung und auch größer als die globale Finanzkrise dementsprechend. Also im Dollar sieht das alles noch anders aus, zeigt aber auch, wie wichtig es ist, nicht einfach nur einen Index zu kaufen, sondern zu überlegen, welche Charakteristika soll mein Aktienportfolio haben, dann zu überlegen, bekomme ich diese gewünschten Charakteristika quantitativ regelgebunden und effizient abgebildet. Das kann über quantitative Fonds sein, das kann natürlich auch über sogenannte Faktor-ETFs sein, weil Sie sehen, es macht schon einen deutlichen Unterschied, weil bei den gehypten Momentum-Titeln, da sind Sie bei minus 20, bei einer Kombination aus Value und defensiven Aktien sind Sie vielleicht bei minus 12, also das ist schon ein erheblicher Unterschied und wir glauben auch nach vorne hin, die Überlegung zu den Charakteristika im Aktienportfolio, die müssen andere sein, als das für die letzten 10 Jahre gültig war. Vielleicht eher mehr Value-Komponente als Derivat davon, auch eher etwas mehr Dividendenfokus, insgesamt auch etwas mehr Defensive im Portfolio. Also Sie werden zukünftig mehr Werbung auch von Banken, von Fondsgesellschaften bekommen, wo das Thema Dividende wieder stärker im Fokus steht. Und auch das etwas, was wir für sinnvoll halten. Aber auch hier gilt, die Indizes verändern sich. Und das, was vielleicht vor 6 Monaten Value war, ist vielleicht in den nächsten 6 Monaten dann auf einmal schon im Momentum wieder mit drin. Deswegen kein ETF, kein Index ist stabil. Man muss laufend die Charakteristika anschauen und muss den Gesamtkontext berechnen. Kommen wir auf die Ebene der Finanzplanung, weil ich denke, im Fazit für die liquide Seite lässt sich festhalten, wir kommen um Kapitalmarktinvestitionen nicht rumher. Für die Rücklage zahlen wir keine Verwahrentgelte mehr, sondern bekommen perspektivisch wieder Zinsen. Zinsen im sicheren Bereich reichen nicht aus, um die Kaufkraft zu erhalten. Die Differenz zwischen sicherem Zins
und Inflationsrate gilt es zu verkleinern über den Erwerb von Anleihen, die andere Arten von Risiken tragen, Unternehmensanleihen, Nachranganleihen, Hybridanleihen, vielleicht auch perspektivisch wieder Wandelanleihen. Und auf der Aktienseite momentan eher am unteren Band der strategischen Bandbreite. Also wenn Sie vielleicht ein Aktienportfolio haben, wo Sie sagen 50% strategische Aktienquote, dann würde man vielleicht momentan eher sagen, vielleicht eher 35% und einen Teil der Aktienquote noch über eine globale Protective Put Strategie entsprechend abgebildet, um Extreme nach unten auch herauszunehmen und innerhalb der Aktienquote, wie gesagt, genau analysieren, welche Charakteristika will ich haben. Jetzt nicht blind Value und Minimum Varianz hinterher zu laufen, sondern eben auch wieder hier zu schauen, dass die Charakteristik insgesamt passt und dass sie insgesamt zu der Erwartungshaltung von Inflationsraten passt, die längere Zeit auf einem höheren Niveau sind und zu Leitzinsen, wo es egal ist, ob die bei 4 oder 4,5% enden, sondern die Frage ist, wie lang sind die Leitzinsen auf diesem Niveau? Und da schauen wir auf die Kerninflationsrate, die Inflationserwartungen insgesamt, die nach vorne gerichtet sind, sind vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die tendenziell das Bild vielleicht etwas zu sehr beschönigen. Kommen wir zur Ebene der Finanzplanung. Und schauen Sie einfach nur ganz simpel, wir haben hier das Nettovermögen, das ist ein Beispielfall, das Nettovermögen steigt, klar, weil wir haben wieder positive Renditen, wir haben langfristig natürlich auch positive Erwartungswerte für den Aktienmarkt, wahrscheinlich mit höheren Schwankungen oder kürzeren Erholungsdauern als die letzten 10 Jahre, aber das ist hier das Wesentliche, das Realvermögen, also nominell Vermögen, um die Inflationsrate bereinigt, weil am Ende ist es egal, ob Sie auf Sicht von 1 oder 2 Jahren die Inflation schlagen oder nicht, aber auf Sicht von 10 Jahren, da ist es natürlich wichtig. Also auch hier die Finanzplanung, die muss momentan mit steigenden Zinsen rechnen, auf den verschiedenen Ebenen. Das ist positiv als Anleger, negativ, wenn Sie Finanzierungen haben, die Sie neu abschließen oder verlängern müssen. Und auch insbesondere bei vielen kreditfinanzierten Immobiliengeschäften, also Kapitalanlageimmobilien, würde es ja bedeuten, dass bei einem Zinsniveau von 3 oder 4% würde der Leverage-Effekt aus der Fremdkapitalfinanzierung negativ werden, was natürlich desaströs für die Eigenkapitalrenditen wäre. Also genau der Umkehrschluss zu dem, was wir die letzten 10, 12 Jahre an den Märkten gesehen haben. Also Differenzierung nominell, real, existenziell wichtig auf Ebene der Finanzplanung und bezogen auf die Immobilien. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Ist noch ein Beispiel aus einem Webinar, was wir hatten, wo man auch mal sich das angeschaut und gesagt, kann das eigentlich sein? Und Sie sehen hier, damals hatten wir Immobilienrenditen, und es ist ein Dreivierteljahr her, von 2,4% vor Steuern. Und wenn Sie jetzt, wie eben gesehen, für Unternehmensanleihen guter Bonität 3,5% bekommen, dann zeigt das schon, warum der Immobilienmarkt, insbesondere im Kapitalanlagebereich, momentan davon geprägt ist, dass Baustellen auch mal stillstehen, dass Projektentwickler Grundstücke an die Gemeinden zurückgeben und eben diese entsprechende Wirkungskette sich hier dreht. Also, sehen schon hier, Zinshäuser tragen es ja im Namen und wenn jetzt der Zins steigt, dann werden die Opportunitätskosten hier höher. Also, insgesamt, wenn wir das zusammenfassen, wir haben eine vollkommen neue Zinswelt, die Situation ist ganz anders als zu Beginn des Jahres. Die Entwicklung der nominellen Zinsen hat alle deutlich überrascht. Getroffen wurden besonders die, die sich sehr spekulativ engagiert haben, also die bei 2,5% Hochzinsanleihen gekauft haben, die vielleicht auch irgendwelche Hype- und Wachstumsaktien und Themenfonds gekauft haben, noch im Herbst, Winter letzten Jahres, die hat schon stark getroffen. Dann die Kapitalmärkte insgesamt davon berührt. Ich glaube, das haben wir eben gut gesehen, aber entsprechend natürlich auch die illiquiden Märkte, Private Equity, Infrastruktur und auch Immobilien. Je näher diese Anlageklasse am sicheren Zins ist, desto eher wird sie natürlich auch durch diese Neukalibrierung negativ betroffen sein. Positiv nach vorne ist natürlich die Erwartungswerte, die Erwartungsrenditen, die steigen natürlich. Und wenn wir das zusammenführen, dann bleibt uns, glaube ich, das gewohnte Bild wie zu Anfang des Webinars erhalten. Ohne Investitionen wird es nichts werden. Man muss die Klumpenrisiken erkennen und vermeiden und die größten Risiken vielleicht über geeignete Varianten auch noch absichern, wie es ja beispielsweise im liquiden Markt ja durchaus möglich ist. Und auch das darf man nicht vergessen, je schlechter die Nachrichtenlage und je straffer die Geldpolitik negativ überrascht, desto größer werden natürlich auch die Opportunitäten für die Zukunft. Und
unsere Perspektive ist Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, da könnte der Peak der negativen Erwartungshaltung dann auch mal eingepreist sein und da wird man sich schrittweise eben positionieren müssen oder sinnvollerweise positionieren müssen, tun wir ja überhaupt nichts. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch von den Ausführungen gewesen sein. Ich würde nun die Aufzeichnung beenden, darf mich bei allen, die uns jetzt verlassen, bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Mittag und alle anderen darf ich nun einladen, hier in die Fragerunde entsprechend auch einzusteigen.